Jo, 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 moin Freunde. Heute ist endlich der große Tag. Wir haben Anlassen. Das Wetter sieht auf jeden Fall schon super geil aus. Ist auch gar nicht so kalt. Die Jungs sind auch alle, fast alle aufgewacht. Ein paar sind schon in der Dusche. Manche liegen noch im Bett rum. Ja, gleich gibt es auf jeden Fall erstmal Frühstück. Der Marcel kommt vorbei und hat ein bisschen Brötchens gekauft. Und wir waren gestern Abend noch einkaufen, haben noch ein bisschen was so eingekauft. Ja, dann wird gleich gespeist. Dann kommt noch der Leander, kommt nachher noch vorbei. Und die zwei Jungs von Speed Racing sind auch noch am Start. Und dann wird von mir aus hier Richtung Pennymarkt gefahren. Und das wird dann super geil. Aber das werdet ihr alles nach dem Intro sehen. Also los geht's. Follow me into the jungle. Damn, 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 damn. Hat 32 Euro gekostet, oder? Ich mach, wenn dann bald neu. Hier außen kannst du. Ich glaube, da kommt Leander. Moin! Moinsen! Geht! Kurz noch Gabel provisorisch richten, ha? Damit der Boss auch fahren kann. Ja, film mal. Okay, gut. Da kommt der Leander. Hi Leute. Hi Leute. Hallo. Hallo. So Freunde, wir sind jetzt gerade noch in der Garage. Der David, der ist noch irgendwie sein Moped ein bisschen am Bearbeiten. Ja, alle anderen sind so bereit, denke ich mal. Ich habe jetzt gerade noch gefrühstückt. Ja. Ich werde mich jetzt auch gleich mal umziehen und alles bereit machen, damit wir auch mal aufbrechen können und endlich mal pünktlich ankommen, weil das ist immer so ein Problem bei mir gewesen. Ich habe es nie geschafft, mal pünktlich anzukommen und gehen wir nochmal raus, gucken nochmal, was die Boys da so machen. Hier, alles voll mit Motorrädern bei mir hier. Gucken wir mal, wie es so geht. Boah, das war hart knapp, Alter. Was denn? Fast mit dem Fuß rausgetreten. Das wäre ein geiles Outtake gewesen. Voll weggekickt, bam! How much wood could a woodchuck chuck? That's what I hear when you ask me if I'm giving a fuck. That's what I hear when you ask me if I'm giving it up. Or if I ever been stuck, been known to keep it a buck. So here you go, don't spend it all in one place. We all trying to chase dreams, but it ain't one race. And keep going, just know there's not one pace. Stupid, watch your time go by, you got a dumb face. And I've been grinding, take a peek at my bio. Been on top of my green, I'm like that Pico de Gallo. And I'm sunning all these rappers, bringing heat for a while. And I always told the truth like I speak at a trial. You in denial, thinking I would ever quit. You couldn't walk a mile in my shoes, they never fit. Yeah, good things come to those who wait. And I gave them food for thought, love to those who ate. I don't mind. You might think that I'm behind. I know that these roads do wind. All it ever took was time. Ja, Freunde, also abgefahren, ohne Scheiß. Es sind extrem viele Leute am Start. Denkst du, es sind mehr wie letztes Jahr? Auf jeden Fall. Also wie letztes Jahr auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Hier sind super viele Leute. Keine Ahnung, wie viele. Ich würde gerne wissen, ob die aus Sinzig wieder hingekommen sind. Ein paar auf jeden Fall. Ein paar sind auf jeden Fall hier, ja. Also sehr viel los und eine sehr krasse Sache, ja. I don't mind. You might think that I'm behind. I know that these roads do wind. All it ever took was time. And I'm down for the ride, 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 ride. I'm down for the ride, 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 ride. Baby, I'm gon' ride, ride, ride. Ride till the wheels fall off. They tryna level up, but they know I've been that boss. Can't cheat code me, LOAD. The lyrics TNT. Keep winning, cause I swear it's me versus me. Hits on hits, my shit don't miss. Consistency ain't a history that y'all came with. Don't test my grip. I go pop to bars in under 2.6. If my style was a car, no one whip like this. I grip that wheel, my pedal to metal. So, Freunde, wir sind hier wieder auf unserem Stammplatz und beobachten alles mal aus sicherer Höhe. Es sind sehr, sehr viele Leute am Start. Von allen Himmelsrichtungen. Sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Aber es ist wirklich extrem warm heute. So Freunde, wir haben jetzt hier die letzte halbe Stunde noch gewartet. Und jetzt geht's erstmal weiter Richtung Nürburgring. Also, auf geht's. And I'm down for the ride, 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 ride. I'm down for the ride, 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 ride. Baby, I'm gon' ride, 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 ride. Baby, I'm gon' ride, 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 ride. Baby, I'm gon' I don't mind, I'm gon' stay behind. I'm gon' take my time and go slow. Hey, life goes fast, so I'll make this last. Once it's in the past, I know. Du bist immer unfreundlich. Du bist so gemein. So gemein, Mann. So immer mobbst du mich. Schmeckt es dir? Er ist halt Imbiss, ne? Ja, die also das ist ein Eis, das schmeckt sehr gut, das ist auch sehr gut bei dieser Temperatur. Ja. Aua. Den Film voll. Hallo, ich bin's euer Timo von den Alpha Riders. Yo, 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 willkommen zu einem neuen Moto-Vlog vom Joker. Vom Joker und das ist total schön hier. Alles ist immer so super, wir haben total viel Spaß. Wir bringen es aus. Vergiss nicht, das auf jeden Fall. Yo, 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 und auf jeden Fall. So, guter Schluss geht steil. Ja. So. Es ist sehr, sehr dunkel hier. Wir gehen jetzt gerade hoch auf die Tribüne und werden uns das Ganze mal von oben ansehen, wie viele Leute da sind. Das sieht nämlich von oben immer sehr spektakulär aus. Und jetzt werden wir uns den überwältigenden Anblick gönnen. Spotte Manus Bike, steht auf jeden Fall random richtig alleine da rum, mitten im Gewühl, komplett allein gelassen. Ja, wir können ja unsere nachher nach vorne schieben, dann ist sie nicht mehr so alleine. David Boss, sein Bike, irgendwo, wo ist mein Finger? Da, hier, genau da, da ist David Boss, sein Bike, wird belagert von Fanboys, da ist auch der Zappi. Torkelt da ein bisschen rum. Hey, ja. Aber, oh, da ist sogar David. David Bost on point an seinem Bike. Presented jetzt erstmal. Alles für die Fans. Soll ich den mal anrufen und sagen, hey David, ich guck mal. Ja. Hey Manu, ruf mal David an und sag mal, der soll mal hier hochgucken. Ich bin dabei. Ah, locker guckt der guckt eh nicht auf sein Handy. Der rafft jetzt bestimmt nichts. Läuft der da auch? Der zirkelt jetzt. Der macht jetzt Zirkelwillis. Ja, der Zappi ist da ganz links. Dann ruf ich den auch mal an. David Boss macht jetzt alles für die Fotografen hier. Wie sieht denn der an, den Zappi? Der ist. Wo ist er denn jetzt? Sag mal, David soll noch mal winken. Herr Boss, Sie mögen doch bitte noch mal für die Kamera winken. Eine Ewigkeit später. So Freunde, wir stehen jetzt hier weiter vorne am Haupteingang. Manu ist schon am Start und die ganze Menge hier ist total heiß, aber alle denken, es geht in 5 Minuten los, aber es dauert vielleicht locker noch eine halbe Stunde. Lass uns mal 20 Minuten. Ja, so um den Dreh. Auf jeden Fall geht's gleich los. Nordschleife, Ballern, freust du dich? Wir sind dabei. Ja, wir haben auf jeden Fall Bock, also los geht's.
wurde irgendwie von den Bullen angehalten, beziehungsweise so rausgezogen auf der Nordschleife, weil er zu viele Wheelies gemacht hat. Richtiger Dummkopf. Aber gut, ja, wir sind jetzt runter, wir sind wieder am Brünschen und ein bisschen gucken, hier hinten geht noch richtig die Post ab, die ganzen Leute sind unterwegs. Boah, aber es ist sehr anstrengend gewesen und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Entspannung. Also wir haben jetzt hier noch ein bisschen am Brünnchen geguckt, haben noch Kenny und Leon getroffen und es kommen noch immer noch ein paar Leute, wir warten hier noch ein bisschen und ja, dann geht's gleich mal Richtung Heimat, mal gucken, was da noch so ansteht, ja, warten wir erst noch mal ein bisschen. So Freunde, das war unser Anlassen-Wochenende 2018. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein super heftiges Wochenende. Ich habe auch mega Sonnenbrand, weil wir heute den ganzen Tag am Nürburgring im Fahrerlager rumgesessen haben. Wir mussten ja ein bisschen die Zeit überbrücken, haben uns ein paar Mopeds angeguckt und ein bisschen da rumgelaufen und mal alles so angeschaut, ein bisschen was gegessen und so. Und war auf jeden Fall super cooles Wochenende. Anlassen lief wieder perfekt, also gab es gar nichts zu meckern. Wir sind heute Morgen schön entspannt zum Pennymarkt-Parkplatz gefahren. Es waren einfach unglaublich viele Leute da. Also ich war echt erstaunt, dass doch so viele Leute am Start waren. Die Fahrt hoch war auch super. Soweit ich weiß, ist nichts passiert. Keine Unfälle. Ja, dann sind wir zum Lidl-Parkplatz gefahren, haben da ein bisschen geguckt. Ja, am Lidl-Parkplatz war dann auch nochmal ein Haufen Leute dazugekommen. Wir sind dann da noch ein bisschen rumgerannt. Das hat ja auch noch mal eine halbe Stunde gedauert. Beziehungsweise wir haben uns an den Zeitplan gehalten. Ja, sind dann wieder Richtung Nürburgring gefahren. Es war eine super coole Truppe. Viele Leute dabei gewesen, die man so aus Facebook, Instagram und so kennt. Geil, von wo die alle gekommen sind. Also wir hatten wirklich von ganz unten Deutschland bis ganz oben Deutschland. Wir hatten alle dabei gehabt. Ein Top-Event ohne Scheiß. Das war einfach nur ein geiles Wochenende. Die Fahrt über den Nürburgring war auch sehr entspannt. Manu wurde sogar von den Bullen angehalten. Das fand ich auch witzig. Aber gut, er hat es gesagt bekommen, er hat weitergemacht. Also selber schuld, Manu. Du bist halt doof, ne? Wenn du es auch noch direkt neben dem Bullen machst. Auf jeden Fall, ja, ich bin jetzt total fertig. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen im Garten gegrillt und so. Pfeife noch ein bisschen geraucht und ja. Jetzt werde ich gleich noch entspannt duschen gehen, meinen Sonnenbrand eincremen und mich ins Bett legen. Und ja, damit war es das auch schon für diesen Vlog. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ihr hattet viel Spaß und ja, das war's. Peace out. Macht's gut. They're acting like it's dumb now. I tell the club or fuck show. This flow is gonna bring mojo. You know what you're acting like.